Hallo und herzlich willkommen bei Crazylicious. Heute zaubern wir zusammen eine ganz, ganz leckere Tomatencremesuppe. Die geht super schnell, super einfach und ganz wenig Kalorien. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Also schon mal vorab, das ist meine absolute Lieblingssuppe. Die schmeckt super lecker und vor allen Dingen habe ich sie jetzt dieses Jahr zum ersten Mal mit den Tomaten aus unserem Garten gemacht. Und das ist natürlich, also vom Aroma her kann man das mit keinen Tomaten vergleichen. Also auch nicht die aus dem Geschäft, auch wenn man die, ja, wenn die jetzt zu der Jahreszeit natürlich auch reif sind, schmecken die, die man selbst angezogen hat, doch ganz, ganz anders und viel besser, weil die nämlich einfach bis zum Ende reifen dürfen. Und ich zeige euch heute quasi eine Thermomix-Variante. Ihr könnt das Ganze natürlich auch ohne Thermomix vorbereiten, ganz wichtig. Ihr könnt das Ganze genauso im Topf alles anbraten, aufkochen und köcheln lassen. Und dann benötigt ihr einfach nur einen Mixer oder einen Pürierstab, um die Suppe schön cremig zu bekommen. Der Thermomix eignet sich dafür natürlich wirklich super, weil der es auch richtig schön schaumig schafft. Und ja, und ihr könnt dieses Rezept auch übrigens super einfrieren. Ich habe mir nämlich jetzt auch gedacht, diese Suppe gibt es eigentlich immer zu meinem Geburtstag. Der ist aber im Dezember und da sind natürlich egal, wie auch, also welche Tomaten man da kauft, das ist nicht so aromatisch wie das, weil ich habe es nämlich gestern gemacht. Das ist wirklich, das hier sind die Tomaten aus dem Gewächshaus und die kann man natürlich mit keinem Außengeschäft vergleichen. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt zubereiten, einfrieren und so habe ich das Ganze dann A, schon mal vorgekocht und B, dann auch mit dem gleichen Aroma zu meinem Geburtstag. Also könnt ihr euch überlegen, ob ihr das für den nächsten Tag kocht oder direkt isst oder einfach einfriert und dann auftaut, wenn ihr es essen wollt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erst einmal die wenigen Zutaten, die wir dafür brauchen. Es ist wie gesagt in Handumdrehen gekocht, ganz easy und super lecker. Für unsere leckere Tomatensuppe benötigen wir natürlich 1 Kilogramm Tomaten. Hier habe ich Fleischtomaten. Und auch zum Beispiel die gelben sind Puskin, Salattomate, wenn die Sorten interessieren, und Harzer Feuer. Dann benötigen wir noch 1 Teelöffel Oregano, 1 Teelöffel Thymian, 1/2 Teelöffel Zucker, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Olivenöl. Das sind bei mir in etwa 12 Gramm. Dann benötigen wir noch 375 Gramm Gemüsebrühe. Da habe ich jetzt 375 Gramm Wasser und 2 Teelöffel von dieser Gemüsebrühe reingetan. Ein wenig Salz und ein bisschen Pfeffer. Als erstes geben wir nun die Zwiebeln und Knoblauch in den Mixtopf und lassen das Ganze für 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schieben dann mit dem Spatel alles nach unten. Und jetzt verdünsten wir das Ganze im Thermomix einfach an. Wer den TM6 hat, so wie ich, der stellt den Thermomix jetzt einfach auf, also gibt das Öl und den Zucker hinzu und stellt den Thermomix dann auf 6 Minuten 120 Grad Stufe 1 ein. Wer den TM5 oder 31 hat, der stellt jetzt einfach nur auf 6 Minuten Varoma Stufe 1 ein. Jetzt löschen wir das Ganze einfach nur mit der Gemüsebrühe ab, geben die restlichen Gewürze hinzu und lassen den Thermomix für 20 Minuten auf 80 Grad Stufe 1 köcheln. Und jetzt duftet es schon richtig toll in der Küche. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bevor wir die Suppe pürieren, nehmen wir jetzt erstmal den Spritzschutz weg, angeln dir das Lorbeerblatt raus, ganz, ganz wichtig. Und dann geben wir den Deckel drauf und pürieren die Suppe einfach stufenweise ungefähr für, ja, man sagt immer 1 Minute ab Stufe 5 bis Stufe 10 stufenweise hoch. Aha, da seht ihr mal, so schnell sind wir schon fertig. So schnell hat man ein Mittagessen gezaubert, was super lecker ist. Wie gesagt, die Kinder lieben es auch.
Ihr habt das quasi alles mit super Zutaten zubereitet, ohne Päckchen und habt trotzdem den vollen Genuss. Ich werde jetzt, wie gesagt, das Ganze einfach einfrieren. Ihr könnt euch das Ganze einfach auch portionsweise als Meal Prep schon direkt vorbereiten, dass ihr quasi direkt eine Suppenportion pro Portion habt, die so in den Gefrier machen oder so in den Kühlschrank für den nächsten Tag oder fürs Abendessen eignet sich die Suppe auch gut und ist super leicht. Und servieren tue ich das Ganze oben einfach nur mit ein bisschen Olivenöl, einfach so kreisförmig drauf. Dann kann man auch ein bisschen frisch geriebenen Pfeffer drauf geben und ein paar Oregano-Blätter, die aber wirklich erst kurz vorm Servieren drauf machen, sonst verfärben die sich und sehen dann nicht mehr so lecker aus. Ja, ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept auf jeden Fall mal aus. Also wirklich, es lohnt sich und es ist super lecker und es ist, wie gesagt, eines meiner absoluten Lieblingssuppen, eigentlich meine Lieblingssuppe. Und das Rezept habe ich euch natürlich wie immer unten in der Infobox verlinkt auf meinem Blog. Alles, was ich von Pampa Chef benutzt habe, das findet ihr auch unten in der Infobox, in dem Link. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Rezeptvideo. Bis dann. Tschüss.